Hallo Leute, neues LP, das ist jetzt wirklich nur ein Zwischenprojekt, weil, wie ihr seht, es ist Pokémon. Keine Ahnung, was ich sonst dazu sagen soll. Ich meine, den ganzen Müll werde ich euch jetzt hier leider nicht vorlesen, sorry, aber ich zweifle dran, dass irgendjemand von euch Pokémon nicht kennt. Warum ich die blaue Edition gewählt habe, das ist eigentlich ganz einfach. Weil ich mich hier gut auskennen und zweifle dran, dass irgendjemand, auch nur ein einziger Person von euch, nicht diese Edition kennen sollte. Also, ihr kennt sie alle. Oh, perfekt. Chandal passt perfekt rein. Gefällt mir. Wie nennen wir unseren Rivalen? Wir nennen ihn Horst. Warum? Hey. Okay, hier. Horst ist einfach ein männlicher Name. Der hat so viel Power und alles. Ich mag den Namen. Aber er bleibt nicht nur Horst, er bleibt Horst weiblich. Ich habe keine Ahnung wieso, aber es klingt lustig. So, zack. Wir sind geschrumpft. Das Arschloch hat uns geschrumpft. Wundert euch nicht, ja, ich habe ein bisschen die Geschwindigkeit hochgeschraubt, weil das hier nicht ewig dauern soll. Und es ist schon ewig her, dass ich das Spiel hier gespielt habe. So nostalgisch irgendwie. Ich finde das klasse. Macht mir Spaß. Ja. Ich liebe dieses Spiel. Nebenbei, ich werde mir nicht so viele Pokémon fangen, wie ihr denkt. Ich werde mir nur ein paar fangen, vor allem werde ich Dinge fangen wie Mew. Und ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hier geht's jetzt hoch, zack. Was nehme ich als Anfangs-Pokémon? Ich bin am überlegen. Ich bin eigentlich gar nicht am überlegen, ich meine, wie soll ich sagen? Ich entscheide mich eh immer für das eine einzige richtige Ware. So, endlich. Nein, das ist es. Nein, das ist genau das Falsche. Dieser Samen geht sterben. Bist du's? Nein, du bist das zweite Falsche. Verdammt, wo ist Commander? Hier bist du. Ach, guckt euch den Blick an. So richtig schön böse und alles. Wie nenne ich's? Das hier wird. Ich weiß, wie ich es nenne. Das wird. Das. Min. Trax. So, jetzt muss ich überlegen. Ach komm, ich kürze einfach Projekt mit Pro ab. Windtrax Pro. Jupp, einem anderen LPler, Kumpel, wie auch immer. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, los Horst, komm her. Lass uns betteln, ich mach dich fertig. Und wenn nicht, dann starte ich die Aufnahme neu. Nee, Quatsch. Wenn nicht, dann habe ich ja Pech gehabt. Ach, so schön sieht das aus. Einfach nur awesome. Zack. Ich meine, das waren noch Zeiten, oder nicht? Pokémon hatten keine Geschlechter, alles waren nur kleine Pixel und keinen hat's gestört. Ja, scheiß Shiggy, trifft nicht mal, Flasche. Ehrlich gesagt, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ein Shiggy so einen krassen Schwanz hat wie dies wie da. Aber egal, Level up. Windtrax Pro ist jetzt schon Level 6. Ja. Kann der nicht mal die Fresse halten? Ey, ganz ehrlich. Die Story ist irgendwie total für den Arsch, weil wir sind ein Pokémon-Trainer. Wir rennen von A nach B. Und hier, das wissen die meisten übrigens nicht, dass man hier die Karte bekommt. Wow, eine große Karte. Sie ist nützlich. Alter, fick dich.
Duschlampe. Gut, da muss ich... Taubsi! Ha! Taubsi sah auch noch genial aus. Irgendwie wie ein Furby. Egal. Windstoß? Wow. Ah, stimmt. Da konnten Taubsis ja auch noch Windstoß als erste Attacke. Das habe ich ja mal voll vergessen. Fick dich, Taubsi. 11 Schaden. 11 Schaden. Man kann es auch übertreiben. Hey. Irgendwie ist mit Gamepad hier zocken schwul. Radfahrts? Yep, Radfahrts. Zack. Bäm. Hier, Kratzer, Flasche. Da, wieder die Route geschlagen. What the fuck? Das war knapp, das war knapp, das war zu knapp. Level 7. Das war trotzdem zu knapp. Das gefällt mir nicht, ich gehe weiter. Komm, und hier hoch, zack. Hey. Bäm. Heilen. Pokémon Center haben auch noch so klasse ausgesehen. Habe ich schon erwähnt, dass ich Mew für euch fangen werde? Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Ich hoffe, das geht hier auf dem Emulator. Ansonsten habe ich irgendwie ein Problem. Ja, ja, Paket abgeholt. Schon klar, alter Sack. Die Blumen sehen auch geil aus, oder nett? Ich meine, die haben richtig Bewegung drin. Die haben mehr Bewegung drin als hier unser... wie hieß er nochmal? Schandal. Stimmt, ich habe ihn ja nach mir benannt. Ha. Seht ihr, ein weiterer Grund, sich einfach... Einfach alles, was ihr jemals finden werdet, einfach nach sich selbst benennen. Vergisst mir einfach nie, wie es heißt. Es ist praktisch. Ja, ja. Ich bin talentiert, halt die Klappe. Meine Güte. Der Spezial-Pokéball. Wie lange ich darauf schon gewartet habe. Meine Güte. Heususe. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einfach so den Turbo-Knopf von meinem Controller anmache. Das wäre irgendwie hilfreich. Ich probier's mal. Zack. Ach ja. Ein Traum für faule Menschen. Ja, ja, halt die Fresse. Du warst weiblich eh. Mit so einem Namen willst du mir hier was erzählen? Flasche. Na, okay. Was will man noch erwarten von jemandem, der Horst weiblich heißt? Zack. Schon gut. Danke für die Karte. Lass mich weg. Und ab nach oben. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt Powerplay nennen soll oder nicht. Ich meine, ganz im Ernst, das ist nur Pokémon. Da kann man nichts wirklich Powerplayen oder so. Da kannst du einfach nur durchrushen. Obwohl die meisten nicht wissen, wie man Mew kennt, holt, wie auch immer. Das wäre ja auch schon mal eine Idee, vielleicht. Awesome Special Guide. Nee, Blödsinn. Wieso zur Hölle bin ich eigentlich so off-topic? Kann man wirklich so wenig dazu erzählen? Unfassbar. Schon jetzt ist meine Muni leer. Lustig. Oh, viel zu viele Kämpfer, viel zu viele Kämpfer. Zack. Bam. Nebenbei kennt ihr Pokémon World Online? Das Spiel ist relativ cool. Es ist halt genauso gemacht wie Saphir Edition vom Design her. Aufgebaut ist es halt hier ungefähr von der Map-Karte wie Pokémon Blau. Und Pokémon gibt es aus jeder Edition. Oder zumindest fast jeder. Wenn ihr irgendwo ein Interesse habt, dann downloadet es euch, guckt es euch an. Ist cool. Ich habe selbst eine Zeit lang gespielt, aber mittlerweile eher sehr spartanisch. Um nicht zu sagen gar nicht. Aber egal. Na gut, ich werde mich jetzt auch heilen und dann ist der erste Part von meinem Let's Play Pokémon Blue fertig. Jo, danke. Also, wir sehen uns.